Ich hab da oben mal was gesehen. Ja, gut. Das muss man fast mitnehmen. Wie gesagt, Kupfer ist wertvoll und das, ich sehe es eh schon wieder, was mal ausgeht. Alter, lass mich doch. Ja, endlich. Und dann haben wir so früh. Aber ich finde, mit dem ist die Wahrscheinlichkeit viel geringer, dass das explodiert. Jetzt haben wir da oben auch noch so früh. Es sind gleich vier auf einmal, da muss man einfach zuschlagen, das geht nicht anders. Da kriegt man vor irgendwie das Abbausyndrom. So. Aber jetzt sollte die vielleicht bremsen. Aber wenn ich zwar Rüstung habe, die jeden Fall abprallt, aber man muss ja nicht übertreiben. Ja, lass mich doch da frei, euer scheiß Jetpack, was geht mit dem? Aber wie weit ist es denn überhaupt noch? Hä? Ah, da drüben, da rauf muss ich. Scheinbar ist der Lava. Da fliege ich jetzt einfach mal ganz schnell durch. So frech wie ich bin. Juju, jetzt gehe ich wahrscheinlich drauf. Kann ich aber eigentlich nichts dafür. Aber dann gehe ich lieber bei mir unten im Keller drauf. Ja gut, dank dem Nether glaube ich bin jetzt nicht drauf gegangen. Danke Nether. Aber gut. So, ich glaube ich befülle jetzt gleich meinen Reaktor. Weil ich sonst eh nichts anderes zu tun habe. So. Dann arbeitet er wenigstens wieder gut. Es sind jetzt zwar nur. Es sind zwar 60 EU weniger, aber lieber 60 EU weniger als wir gar nichts. Ah, den habe ich eh schon abgesteckt. Dann ist das gut. Das ist echt gut. Und warum kann ich mich nicht regenerieren, wenn ich nur so viel Nahrung habe? Das regt mich auf. Das regt mich irgendwie voll auf. Ohr Hitmarker und ich bin hier. Das war jetzt zum Beispiel richtig scheiße, wenn der MC-Player mitspinnt hat. Der könnte mich töten. Ja gut. Ich habe jetzt gerade Zeit, dass ich da alles wieder einzeln auflade. Weil noch so am scheiß Nether-Trip ist nämlich alles klar, was man hat. Aber egal, so. Ich habe keine Ahnung mehr, für was ich das überhaupt braucht habe. Okay. Habe ich das jetzt nur oder nicht? Ich glaube, so war das. Ah, okay, das ist ja richtig minderwertig zum Craften, aber egal. Dann da oben kommt doch so ein Bucket hier. Bucket. Da was kommt da unten noch hin? Kupfer habe ich nicht. Mache ich schnell. Das ist kein Kupfer. Lol. 15 Kupfer, das ist gut. Brauche eigentlich nur 8 Kupfer oder so. Lol. Elektro. Für was brauche ich das überhaupt? Ich habe keine Ahnung mehr. Aber gut, das Ohr habe ich, hab ich das erste Mal, glaube ich, das letzte Mal gesehen. Also egal. So. Jetzt soll ich endlich den Magma Curible. Curible. Irgendwas. Irgendwas ist jetzt gerade explodiert. Scheinbar war das jetzt die Leitung. Ich glaube, die hat ein bisschen zu viel Energie, aber da kann ich nichts dafür. So, das war jetzt so richtig Verschwendung. Finde ich. Aber gut, wenn man sanft und schnell macht. Aber jetzt können wir da mal zuschauen, glaube ich. Wie schnell der sich auffüllt. Lol. Ja, da kommt echt viel Power raus. Wenn ich jetzt sag, für die zwei. Ja gut, der hat vorher richtig früh. Okay, dann hauen wir da mal ein bisschen Redstone rein. Das kann noch dauern. Aha. Jetzt haben wir kein Redstone dabei, aber jetzt kann ich auch nicht weg. Ja, okay, ich geh schon nicht weg. Ich habe meinen Turbo Boost. Muss ich halt da schon ein bisschen Redstone reinhauen. Ich muss mich halt wie gesagt beeilen. Weil sonst zerreißt mir meine nächste Leitung. Was mache ich da? Das war nicht gut. Das war gar nicht gut.
So, 2-6 Redstone müsste dann gelangen. Ja, okay, passt ja, der hat sau viel Energie scheinbar. Yay! Okay, und ich glaube jetzt, dass man das dann mit Hilfe eines Redstone Tubes darüber pumpen muss und dann da unten rein. Das ist mein Tinkertable da ein bisschen im Weg, aber egal. Naja, so. Vielleicht kriegt er, na, der kriegt es leider nicht da. Das war, als hätte ich jetzt nämlich ein bisschen geschickter Marki, ne? Jetzt muss ich nämlich da meine Wand aufreißen. Aber ich glaube, ich bin eh nicht ganz draußen, okay, das passt. Jetzt muss ich da nämlich so ein scheiß Redstone Engine reinhauen, weil die sind nämlich so schlecht eigentlich. Nein, jetzt habe ich es kaputt gemacht. Aber egal. Aber das geht ja bei mir mittlerweile ebenfalls automatisch. Meine Fresse, habe jetzt wenigstens einen Wooden Transport Pipe dabei, ja. Gott sei Dank. Wenn ich Glück habe, läuft's. Ach, ich brauche gar keinen. Ich brauche so ein scheiß Water. Hey, der geht sogar runter. Cool. Naja, ich weiß nicht. Kann man das cool nennen. Braucht auf jeden Fall ein bisschen Redstone für. Ah ja, dann brauche ich die komische Engine dafür. Aber jetzt habe ich leider vergessen. Schon wieder. Bin einfach so irgendwie so unnachdenklich. Aber wenigstens habe ich auch Diamanten gekriegt. Dann habe ich da ein bisschen was. Genau, ja, stimmt. Ich brauche aus diesen Wooden Dingern, brauche ich zwar auch Wooden, aber Wasser Transport Pipes, also die Waterproof Pipes. Pipe Waterproof Cactus Green. Was ist das? Shapeless Crafting. Also ich muss Cactus Green angeblich in diese Ding da legen und dann kriege ich unser Pipe Waterproof. Jetzt habe ich aber eins vergessen. So, wie macht man das da? Das geht doch viel einfacher. Genau. Und Gott sei Dank habe ich vor langer Zeit die Kaktusschlange gesucht. Ich weiß noch, ich glaube, ich war ein ziemlich scheiß Aufwand. Gut, dass da bloß einer steht. Man kann ja nicht mehr da pflanzen, oder Erik? Nein, das gibt's nicht. Ja, okay, dann ist mir egal, weil der andere ist jetzt auf alles, was auf den Kaktus fliegt, an Items, geht scheinbar kaputt. Also es war schon immer so, aber naja. Ist jetzt nicht das Schönste, was passieren kann. So, jetzt brauche ich da schon einen Ofen. Genau, Cactus Green. Dann ist das doch die Sharpness Crafting, oder? Genau. Und dann habe ich jetzt genau ein Waterproof. Und das bringt mir eigentlich überhaupt nichts, weil ich noch die normalen goldenen Waterproof Pipes brauche. Goldenen Waterproof Pipes. Die gingen wahrscheinlich genauso. Genauso ist das auch. Zwar ist natürlich re relativ schief, wenn ich da noch einen Kaktus drin habe, was ich aber eher nicht glaube. Beziehungsweise Kaktus, okay, aber es gibt doch eine Möglichkeit, dieses Zeug schnell zu machen. Habe ich doch gerade gesehen mit dem scheiß Minium. Was? Dies brauche ich. So, gibt es eine schnelle Möglichkeit, angeblich mit einem Rose Red und einem Minium Stone. Vielleicht gibt es jetzt mittlerweile schon. Weil früher ist es ja nicht gegangen. Rose Red. Ich stress mir mal 3 und dann brauche ich scheiß Minium Stone. Der wo mir eigentlich noch nie nützlich war, wenn ich ganz ehrlich bin. Und was mache ich da für einen Scheiß? Ja, jetzt habe ich es natürlich kaputt gemacht. Auch gut. Auch gut. Okay, scheinbar geht es immer noch nicht, aber warum genau wird es dann da drauf? Bin ich entweder zu blöd oder habe irgendwas falsch gemacht? Keine Ahnung. Achso, ja, so rumkehrt's, aber das ändert nichts. Das ändert überhaupt nichts. Ich kann es ja nicht mehr mit meinem Inventar machen. Also von da jetzt unnötige Zeitverschwendung. Nur weil der Scheiß da jetzt da drauf gefallen ist, aber der weiß scheinbar, was man für den HV
Ich arbeite ja eigentlich für den HV Capitaler oder wie der heißt. Kapitalator. Die Hobby. Dann brauche ich noch so ein Energie-Cell-Frame. Und das Hobby jetzt, halt, sagen wir mal. Dann brauche ich nur noch das. Okay, und was braucht man dafür? Das Hardened-Glas. Ach, das gibt's doch nicht. Induction. Ah, okay, aber vielleicht geht das auch leichter, oder? Na. Wir brauchen einen Induction Smelter. Ich bin glaube ich ziemlich überzeugt, dass das eigentlich auch mit meinem Mesa-Radar gehen müsste. Ich bin natürlich jetzt nicht der Allwissende, aber ich schaue jetzt trotzdem mal noch. Das war nämlich übelst geil. Pulverized Lead. Wenn das gehen würde. Scheinbar jetzt zwar nicht. Ja, okay, dann ändert es nichts. Da muss ich tatsächlich für dieses Teil den Induction Smelter mal. Da brauche ich jetzt wahrscheinlich wieder dasselbe. Induction Smelter. Ja, genau. Trotzdem brauche ich Lead. Na, in wahr. Jetzt gibt es da schon wieder ein neues Ohr. Das gibt es da nicht. Oh, meine Fresse. Iron und Ferrous Metal. Iron Dust. Ich glaube, ich habe doch nur Iron Dust. Nein, habe ich nicht. Ich muss jetzt mein Iron eben wieder zurückverarbeiten. Machen wir mal Zähne. Und dann was war noch? Dann brauchen wir doch das Scheiß. Ah Mann, jetzt habe ich es wieder vergessen, wie das heißt. Das gibt's doch nicht. Hä? Ging der so leicht? Achso, na stimmt. Für das Preis, ja. Iron Dust und Pulverized. Hä? Achso, das da oben ist, sind zwei Iron Dust praktisch. Und das da unten ist ein Pulverized Ferrous Metal. Ein Ferrous. Oh, gut, dass ich da davon überhaupt was hab. Weil normalerweise kann ich mich nicht mehr erinnern, dass ich das hab, aber gut. Hoffentlich geht's. Nein, es geht nicht so leicht scheinbar. Dann mache ich aber dabei trotzdem mein Iron. Wenn ich es finden würde, 20 habe ich nicht hergenommen. Machen wir mal 10. Oder 5. Na, 10. So, gut. Dann glaube ich, muss ich das fast mit dem da machen. Genau. Und dann muss ich das da wiederum da reinhauen. Wie kann man das dann genau pulverisen, wenn ich fragen darf? Meine Fresse, ist das immer so anstrengend. Smelting. Ja, und wie kriege ich den Dust her? Und den muss ich jetzt da extra pulverisen. Ah, okay. In wahr, in Gott. Ah. Gut, wenigstens habe ich den Pulverizer schon, weil sonst war jetzt, glaube ich, echt nervlich am Ende. So, warum geht das so scheiß langsam? Das ist ja richtig minderwertig. Oh, jeder, der war jetzt fast explodiert, ne? So. Ja, wenigstens fertig. Ich will es doch gleich mal schon mal craften. Mein neues Ohr. Ohr. So, da hier das und dann da. Dann kriegt man da so ein komisches Blend-Zeug. Also für das braucht man ganz schön viele neue Ohrs. Ich habe von denen noch nie was gehört, von den Invar-Ingot. Aber gut. Ich weiß nicht genau, wie viel ich dafür brauche. Also mal jetzt einfach mal eine Handvoll. Brauche natürlich wieder die Maschine-Frame. Die war immer noch nicht auswendig kann. Ah, wenigstens habe ich diesmal genug Iron dabei. Aber klar, scheinbar immer noch nicht. Genauso ist das. Und jetzt habe ich auch kein Gold dabei. Muss ich scheinbar mal 10 Gold requesten. Und Glas. Noch habe ich genug Glas. Aber jetzt, wenn ich so schaue, das kostet mich sau viel. Da bleibt mir fast nichts mehr für meine Voltage Solar Arrays übrig. Und nur mit die überhaupt mal so ein. Das ist jetzt erstmal für das Werkzeug, für den High Voltage Kapitelle, ja, keine Ahnung wie die heißt. Ich mag noch nicht mehr aussprechen, die macht mich aggressiv. So, scheinbar braucht man da zwei Reds dann.
Hobby aber nicht. So. Dann der. Dann das Kopfer habe ich natürlich wieder nicht dabei. Ich habe nie Kopfer dabei, fällt mir auf. Nie. Hey, schon wieder 900. Okay, geil. Arbeitet mein Query überhaupt noch? Ja gut, keine Ahnung. Sehe ich jetzt nicht hier. So, wo muss ich jetzt da rein? Habe ich schon wieder ver... Ah, genau da. Genau da. Habe ich den nicht da reingesetzt? Gesetzt. Dann das Electronum Ingot und dann schon wieder ein Bucket. Habe ich so, habe ich das richtig verstanden? Gut, dass ich die Buckets nur selber craften muss. Weil ich schon so viel hab. Und jetzt habe ich da so einen Induction Smelter. Der, wo man eigentlich relativ wenig bringt. Eigentlich nur Ärger. So. Jetzt kriegt der Energie. Und dann habe ich jetzt aber leider vergessen, was man machen muss. Ah, jetzt hat er schon wieder kein Redstone mehr. Das gibt's da nicht. Jetzt muss ich mal da direkt drei Stacks Redstone requesten. Ich habe übrigens mal mehrere Redstone gehabt. So, wahrscheinlich, ah, okay, na, anscheinend habe ich 1500 oder so Redstone. Na, okay, ja, keine Ahnung. So, dann brauche ich den da. Die Leitung darf sich auf keinen Fall überhitzen, weil sonst bin ich am Arsch. So, jetzt habe ich auch leider wieder vergessen, für was ich das braucht habe. Also gehen wir jetzt wieder zurück zu unserer Standposition HV. Ah, ja, genau für das. Und da brauche ich auch so ein komisches Glas. Und das macht man mit Obsidian und Lead Ingot. Obsidian. Okay, macht er nicht. Und Lead Ingots. Lead, Lead. Mein Lead tut weh. Okay, scheinbar haben wir kein Lead. Da muss ich eins holen. Das erste Mal, dass ich Verwendung für ein Lead-Ohr finde. Also ich habe echt noch nie Verwendung für das Lead gefunden, aber jetzt scheinbar schon. Es ist echt lustig. Aber ich glaube, ich brauche noch mehrere Lead. Und zwar, weil man braucht den HV-Capitalator oder so, keine Ahnung, ich kann immer noch nicht aussprechen, auch für mehrere Sachen. Ich glaube auch für jede Batterie braucht man den. Ja stimmt, die arbeitet ja gerade für die Batterie. Dann ist das natürlich schon viel logischer. So, jetzt brauche ich da das Lead. Hoffentlich kriege ich jetzt ein paar Gläser raus. Ja. Aber ich mache trotzdem gleich mehr. Da muss ich nicht ganz so lang warten. Liquid Transponder. Pulverizer. Ja, gut, das ist da cool. Stimmt. Ja gut, bringt eigentlich nichts. Hä? Achso, meine Hand, die habe ich gar nicht mehr dabei, stimmt, okay. Jo, 10. 10 von diesem komischen Glas. Dann brauche ich einen Diamant, das ist kein Problem. Ich habe genügend Dias. Ich habe erst wieder einen gefunden. So, ich setze das jetzt einfach mal random da hier. 11 Diamanten. Nice. Wegen dem Invar-Ingot oder so, wie das heißt, habe ich jetzt so lange braucht oder was. Na toll. HV. Aha. Da brauche ich jetzt das Elektrum. Das Elektrum. Hä? Habe ich jetzt da irgendwas falsch? Oder da braucht man doch das Glas dafür. Oder etwa nicht. So. Ja. Perfekt. Das nenne ich doch einfach mal perfekt. Ich bin kein Österreicher. So. Jetzt hoffe ich doch mal, dass mein Kaktus gewachsen ist. Und nein, er ist es natürlich nicht. Ich hätte ihn vermehren sollen. Ja. Nun ja. Es ist richtig behindert. Ich weiß gar nicht, wieso braucht so ein Scheiß-Kaktus eigentlich so mega lang? Wieso? Wie kann sowas sein? Meine Fresse, ne. Meine Herren. Und ach ja, was ich letztes Mal noch gemacht habe, ist, ich habe eine so eine scheiß Tür zu meiner aktuellen Query hingesetzt. Und die scheint doch schon mal... Hä? Ich check das irgendwie nicht. Die kommt nicht weiter.
Ja, doch. Ich habe ja vorher geschaut, die hat ja gearbeitet, aber das ist halt einfach so ein fetter Werk, das dauert. Das dauert scheinbar saulang.